Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch hier aus dem Hilton in Helsinki. Und was machen wir hier? Wir machen natürlich eine frisch gepresste Sendung. Wir haben Qatar Airways. Qatar Airways ist an einer Verhandlung in Australien vorbeigekommen. Wir erinnern uns an diese Intimuntersuchung, wie ich das zu nennen pflege. Im Englischen nennt man so etwas Strip Searched Women. Da ist dann Glück im Staate Katar, dass man in Australien nicht vor Gericht kommt. Lufthansa kann sich ein Beispiel nehmen an der IAG, denn die IAG möchte ja die Air Europa oder Air Europe übernehmen. Und da ist es so, dass man dort einen Weg geht, den eventuell die Lufthansa mit der ITA gehen könnte. Aber wir haben auch ein Thema, wo man natürlich ehrlicherweise sagen muss, aus Eurowings und Swiss Übernahmen. Seit 20 Jahren gibt es Slots, für die sich kein Schwein interessiert. Deshalb ist das wirklich ein Thema, warum die EU da jetzt etwas anders reagiert. Weiter geht es mit einem Lufthansa-Museum. Eigentlich sollte es irgendwie Lufthansa-Group. Ach, lass uns das nachher klären. Museum mit U52 und Super Conny in Frankfurt neben dem Lufthansa Aviation Center, dem LAC. Dann geht es weiter mit dem Flughafen Zürich. Die haben eine Dauerbeschallung, Pianomusik oder sowas. Und das macht Probleme. Mir persönlich macht es Probleme, aber auch Leuten, die dort mit Autismus unterwegs sind, die haben da auch ein Problem mit. Warum diese Dauerbeschallung? Und für mich ist es wirklich Körperverletzung, wenn man irgendwo dauerbeschallt wird. Warum der Flughafen Zürich da ein Problem mit hat. Und wir haben noch ein Thema, und zwar das Auswärtige Amt sagt den Deutschen, sie sollen Iran verlassen. Wir haben auch einen Kunden von uns aus dem Iran rausgeflogen, beziehungsweise haben gesagt, komm raus hier, nachdem auch andere Staaten gesagt haben, Abfahrt. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, immer wieder zu kommentieren. Ich freue mich über eure Kommentare, wundere mich zwar manchmal über einige Kommentare, aber ich freue mich in 99% über eure Kommentare. Und morgen haben wir auch wieder Webinar, heißt also, da geht es knallhart weiter mit den Themen dieser Woche Kreditkarte. Und ich nehme nachher nochmal meinen Mittwoch, aber am Samstag auf. Themen sind auch geil. So, erstes Thema, was wir haben, das ist das Thema Qatar Airways. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, dass es dort einen Babyfund in der Toilette gab oder einen Abfalleimer irgendwo am Flughafen. Und daraufhin sind Flugzeuge am Abflug gehindert worden. Man ist durch die Flugzeuge durchgegangen, hat geguckt, ob da Frauen im gebärfähigen Alter sind, hat diese dann gynäkologisch untersucht und hat da dann gewisse Grenzen des guten Geschmacks im weiten Westen doch überschritten und übertreten. Und sie sind verklagt worden in Australien 2022. Wir haben jetzt 2024, ihr seht, wie lange das dauert. Und es ist einfach so, dass man jetzt aber Anwälte, und zwar waren das die Marquis Lawyer, die Qatar Airways, Qatar Civil Aviation Authority, also die QCAA und die MATA, das ist der Bereich des Flughafens, der staatlich, also diese staatliche Institution, die den Flughafen halt managt. Und die sind alle verklagt worden in Australien und da ist das Gericht hingegangen und gesagt, nee, machen wir nicht. Und zwar die Montrealer Convention ist dafür zuständig. Und die Montrealer Convention ist halt so, dass man dort ein überstaatliches Gremium hat. Und das ist einfach so, dass man sagt, dass diese aber erst bei Tod oder bei Verletzung zuständig sind. Auch bei Gepäckverlust übrigens, nur so als Randbemerkung. Aber die Richter haben gesagt, dass die Fluggesellschaft, die Mitarbeiter nicht die katarische Polizei hätten beeinflussen können und damit es außerhalb ihres Einflussbereichs gewesen ist, der Qatar Airways. Und dann ist es so, dass man natürlich sagen muss, dass das natürlich ein Problem ist und es war auch eine Art Long Shot, also quasi ein Schuss ins Blaue, nicht ganz, aber es ist halt auf jeden Fall sehr, sehr global geschossen worden, um zu gucken, ob irgendetwas passiert und etwas bleibt. Aber der Richter hatte gesagt, oder die Richterin hatte gesagt, dass das Ganze natürlich
schon etwas problematisch ist, was da passiert ist. Das muss man der Ehrlichkeit halber dort sagen. Und nichtsdestotrotz geht es einfach nicht, dass man dort den katarischen Staat verklagen kann. Und das ist halt einfach so. Man kann halt einfach Mata nicht verklagen, weil die halt da wirklich keinen juristischen Stand haben, wie das so schön heißt. Und das ist halt einfach so, dass man sagen muss, das, was den Frauen widerfahren ist, ist absolut widerwärtig, abartig und pervers. Also das kann man nicht anders sagen und das ist auch meine Privatmeinung. Ich finde, das ist ganz problematisch und schwierig, das Thema. Und zeigt halt auch, wie die Uhren doch am Golf anders ticken. Für mich, der am Golf gelebt hat jahrelang, allerdings in den Vereinigten Arabischen Emiraten, nicht in Katar, ich war öfters in Katar zu Besuch, ist das nicht ganz ungewöhnlich, dass sowas passiert, weil die halt knallhart durchgreifen bei solchen Sachen. Aber nichtsdestotrotz ist es halt nicht so in Ordnung. Und diese Untersuchungen oder Strip Search, wie das im Englischen heißt, sind halt wirklich schwierig und ohne richterliche Anordnung, wobei unten richterliche Anordnung ruft der Cousin den anderen Cousin an, der zum Beispiel Cousin von einem Cousin ist, der Richter ist, dann kriegst du das auch. Aber es hat halt nichts Rechtsstaatliches und das ist halt das Problem. Und das Weitere ist es halt so, dass man natürlich gucken muss, ob man da halt von Qatar Airways doch kompensieren sollte oder irgendwas machen sollte, um das wieder zu verbessern. Oder wie ich das immer schon sage, you fuck it up, you unfuck it better. Und das ist halt das Thema. Also da muss man halt ehrlicherweise sagen, dass schade, dass die halt nicht, aber gut, dass die nicht vor Gericht kommen. Aber ich meine, wo willst du die Leute verklagen? Ich meine, dafür haben wir Gerichte und ich sage mal so, jemanden zu verklagen in Australien, der in Deutschland ist und so, das ist halt alles schwierig. Und wenn es um Staaten geht, wird es halt noch schwieriger. Ihr könnt ja unten schreiben, was ihr dazu denkt und was ihr dazu sagt. Ich bin mal gespannt. Das nächste Thema, was wir haben, das ist die Lufthansa und die IAG, die sie sich als Beispiel nehmen sollen, die IHG, also das heißt British Airways, Aer Lingus, Iberia und wie sie alle heißen, die wollen ja quasi die Air Europa oder Air Europa, ich weiß auch nicht, wie man das wirklich ausspricht, problematisch, aber es ist auf jeden Fall Air Europe, möchte man halt haben. Und die IAG bietet an, dass man 40% aller Flüge von Air Europa an Konkurrenten abgibt. 40% der Flüge abgibt. Und um die Übernahme zu retten. Und das ist halt wirklich so, dass man da natürlich jetzt sagen kann, das ist so eine Art Blaupause oder Malen nach Zahlen für Lufthansa, wo sie einfach nur die Felder danach nochmal nachmalen müssen und das dann einfach kopieren müssen. Und das ist halt einfach so. Deshalb ist es halt so, dass Lufthansa natürlich da jetzt mit dem Thema ITA halt weiterkommen muss. Und wenn er das machen will, muss er halt irgendwas anbieten und das ist halt das Problem. Aber die Übernahme ist halt wie so ein Kaugummi, es zieht sich halt immer länger und es wird halt immer problematischer, wenn man sich das Ganze anguckt. Und die EU-Wettbewerbsprüfer haben das natürlich sich genau angeschaut, ob man da das Ganze gibt. Und es wird immer einen zusätzlichen Wettbewerber geben müssen in ihren Augen, wobei aber auch so ein Duopol, also zwei, natürlich auch nicht immer so da ist, das, wo man sagt, dass man da halt ein tolles Gegengewicht hat. Ne? Also das muss dann auch jemand sein, der einen langen Atem hat. Wir sehen ja, wie die Lufthansa zum Beispiel den Michael O'Leary ausgeräuchert hat mit seinen Preisen, um es so zu formulieren. Und da konnten dann selbst die Jungs von Ryanair nicht mithalten. Ja, weiter geht es dann, wo man dann sagen muss, dass man natürlich das Problem des Wettbewerbs lösen muss. Und da ist es halt wirklich so, dass man ja auch jetzt schauen muss, dass man da halt Gas gibt. Und das nächste Thema liegt ja schon wieder vor der Tür. Europa mit der IAG ist ja jetzt dabei. Dann haben wir ja die Lufthansa mit der ITA. Und was ist das nächste? TAP. Ja, der Portugiese möchte halt jetzt auch übernommen werden und da sind ja auch beide wieder in den Startlöchern und springen auf das Ding drauf zu, wer es nimmt. Und da muss man halt wirklich gucken bei der Privatisierung, was da passiert. Und ich bin da mal gespannt, wer bei TAP dort den längeren Atem hat. Und wenn man da halt wirklich diese ganzen
ganzen Sachen halt wirklich machen möchte, dass man halt wirklich da dann die Tab übernehmen möchte, was man da an Federn lassen muss. Und die Lufthansa muss ja schon alleine an der Tab interessiert sein, damit halt nicht der andere zum Zug kommt. Und deshalb ist das für TAP natürlich eine Situation, wo sie halt haargenau wissen, dass sie als portugiesische Regierung den beste Preis kriegen. Ne? Also die kriegen halt das Geld am Ende, aber es muss sich halt auch rechnen für Lufthansa. Lufthansa ist ja mal knallhart und sagt, rechnen nicht, machen wir nicht. Aber aufpassen, was passiert, wenn die Marktmacht woanders hingeht. Das heißt also, dass Lufthansa dann ihre Marktmacht in Europa verlieren würde. Wäre natürlich auch doof, wenn der Engländer mit seiner IAG da kommt. Ne? Gut, wir haben aber andere Themen noch, die wir da besprechen müssen. Und zwar, es gibt ja zum Beispiel noch so Slots, die wie so Sauerbier angeboten werden. Das heißt also, die Strategie der EU, dort Slots abzugeben, ja, ist irgendwie ins Leere gelaufen. Und wir erinnern uns ja auch noch an andere Lufthansa-Slots für die EU, die wir abgeben sollte von der Corona-Geschichte. Und es ist halt so, dass zum Beispiel, wenn man sich das anguckt, ein Treuhänder gibt, der seit 20 Jahren für die Slots, die da von der Eurowings und auch von der Übernahme der Swiss noch übrig sind, 20 Jahre, aber kein Schwein fasst die an. Das ist wie Sauerbier. Und das Lustige an der Geschichte ist, das sind Flüge, wo war es nochmal von Zürich nach Frankfurt, München, Düsseldorf, Berlin, Wien, Stockholm oder halt Kopenhagen. Und dafür stehen sogar Slots am Flughafen, am Zielflughafen zur Verfügung. Die Zeiten sind wahrscheinlich wieder beschissen oder irgendwas, wo man dann halt nicht fliegen möchte. Aber nichtsdestotrotz, man könnte damit halt quasi der Lufthansa gegenüber Paroli bieten, weil man alles dann auf dem Silbertablett bekommt. Und interessant ist, dass der Treuhänder, der im Februar nochmal darauf hingewiesen hat, dass es dort auch natürlich Slots gibt für Flüge, die auch interkont sind. Das heißt also Warschau, also Chicago, Los Angeles sind die interkont natürlich, logischerweise. Boston, Johannesburg, LA habe ich ja gesagt, Bangkok. Kairo wäre dann Hamburg, Hannover, Warschau und Budapest zugreifen. Also da gibt es genug Ziele, die man machen könnte, wenn man wollte. Ob da jetzt am Gegenflughafen in Los Angeles oder so Slots zur Verfügung stehen, kann ich ehrlicherweise nicht sagen. Aber da müsste man halt wirklich gucken. Aber daran sieht man halt, dass diese Strategie mit den Slots nicht wirklich immer aufgeht und dass die EU deshalb natürlich knallhart im Moment ist und sagt, naja, da müsste aber auch was machen. Wer jetzt sagt, ja, was passiert, wenn die Slots nicht genommen werden? Die werden bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag angeboten. Die kannst du halt nicht zurückbekommen als Lufthansa und die werden, ich glaube, die dürfen die befliegen, aber wer das von euch weiß, kann das sagen. Also sie können sie so lange nutzen, wie sie halt keiner haben will, schätze ich mal. Und damit ist dann irgendwann der Drops gelutscht, wenn jemand kommt und sagt, ich will es machen, dann muss Lufthansa sie abtreten, ich weiß nicht in welchem Zeitraum, wahrscheinlich relativ fix. Und das andere Thema ist halt, es kommt aber keiner. Das ist das Dilemma. Das ist schlimm. Ja, das muss man so sagen. So, wo haben wir das denn jetzt? Wir haben jetzt noch ein Thema und zwar ein Lufthansa-Museum mit der U und der Super Conny. Das ist ja auch eine Geschichte. Da muss ich auch noch mal kurz gucken. Ach, jetzt habe ich noch mal U52 geschrieben. Dabei wollte ich doch nur die Uhrzeit aufschreiben. Und zwar gab es gestern eine Pressemitteilung, dass die Lufthansa die Flugzeuge, die man ja da in Hamburg zum Start bringt, die werden da, glaube ich, in Hamburg bespaßt. Gibt es halt wirklich, wie gesagt, die Pressemitteilung. Und ich suche euch gerade das Bild, damit ihr mal seht, wie diese Halle, die neben dem LAC aufgebaut werden soll, also im Lufthansa Aviation Center, dass man dort halt wirklich, ja, Accept Cookies und jetzt kommt es, diese Flugzeuge halt, hier ist das Bild, ausstellen möchte. Und man sieht dann auch schon im Hintergrund die Flugzeuge drinstehen, das ist wohl die Super Conny. Und die Flugzeuge können auch von draußen gesehen werden. Das ist in meinen Augen einmal eine coole Geschichte, die man hier wohl ganz klar sagen muss. Und weiter ist es so, dass dieses Konferenzzentrum die gemieteten Flächen ersetzen soll und Raum für dauerhafte Ausstellung der historischen Flugzeuge halt bilden soll. Und Eröffnung ist im Jubiläumsjahr 2026. Und es ist halt so, dass man halt aus verschiedenen aus verschiedenen Gebäuden rund 60.000 Quadratmeter reduziert hat und das entspricht einer Verringerung von 30%. Das ist auch eine Folge von Corona.
Aber wenn man sich das hier anguckt, das lichte Gebäude im Stil der Flugzeughangars wird halt neben Konferenz- und Besucherräumlichkeiten auch Platz für Veranstaltungen mit insgesamt 1000 Gästen bieten. Auf einer offenen Galerie können Besucherinnen und Besucher die Exponate der Unternehmensgeschichte erkunden, zum Teil erstmal öffentlich zugänglich, also quasi ein Museum. Aber was lustig war, und das ist halt das, wo ich dann auch wieder ins Bild komme, ist das Thema, ist das jetzt ein Museum der Lufthansa oder ist das ein Museum der Lufthansa Group? Weil wenn das Lufthansa Group wäre, dann dürfte der Lufthansa Kranich gar nicht sein, sondern man müsste halt den Schriftzug Lufthansa Group da haben. Und das andere ist, da müssten dann auch die anderen Marken aufgezählt werden. Ne? Spannend an der Geschichte ist das aber, wenn das jetzt ein Lufthansa Group Ding wäre, welche Flugzeuge werden dann noch gezeigt? Wird da eins von Austrian gezeigt? Wird da eins von Brussels gezeigt? Brussels gibt es ja gar nicht so lange. Von der Swiss ein altes Flugzeug. Also, oder ist das nur Lufthansa? Also da muss man sich halt entscheiden, was man machen will. Ob das jetzt ein Lufthansa-Group-Ding ist oder halt ein Lufthansa-Lufthansa-Ding ist. Ich darf denjenigen oder diejenige nicht zitieren, die das gesagt hat, aber für das Management, für Carsten M. aus... Carsten S. aus M., da fängt man an zu stottern, ist eh alles gleich, was Lufthansa Group oder Lufthansa ist. Also er hat da nicht so große Differenzierung. Aber die Mitarbeiter werden das schon differenzieren wissen und ich hoffe, dass alle Mitarbeiter in der Lufthansa Group sich dort wieder finden. Also eine spannende Geschichte, wenn man sich das Ganze anguckt. Und ich denke mal, wenn es ein Lufthansa Group Zentrum wird, wird der Kranich da nicht so hängen bleiben dürfen. Ansonsten, wenn er da hängen bleibt, dann wäre es halt ein Lufthansa Museum. Aber wenn es ein Lufthansa Museum ist, dann hat es nichts mit Lufthansa Group. Also ihr merkt, zu viele Probleme bei der Corporate Identity, bei der CI, welche es dort gibt. Dann gehen wir direkt weiter mit unserem nächsten Thema. Und zwar das nächste Thema, das wir haben, ist... um 17:14 der Flughafen Zürich. Und da ist es halt so, dass man natürlich, wenn man Dauerbeschallung macht in Zürich, wenn man dort in der Halle Klavierklänge bekommt. Ich kenne das in Hamburg, dass man das gemacht hat, da wo die Drogen gemacht worden sind, ist aber glaube ich irgendwie auch eingestellt worden, nach hinten raus, weil ich da öfters gerne essen gehe. Und zwar gerne bei dem Chinesen und dann durch den Bahnhof laufe. Da ist es so, dass man dort ehrlicherweise Musik gemacht hat, um den ganzen Junkies und so weiter zu sagen, verpisst euch, weil die Musik einem auf den Sack geht. Und das ist genau das Thema. Die Musik geht einem auf die Nerven, auf den Sack oder wie auch immer. Und es nervt mich einfach, so eine Zwangsbeschallung. Und wer von oder nach Zürich fliegt, wird es natürlich gemerkt haben, plötzlich ist in der Abflughalle Klaviermusik zu hören. Und das ist halt ein Geräuschkonzept, was man gemacht hat. Ich nenne sowas eher Lärmkonzept. Und da ist es halt so, dass man dort sagen muss, dass man natürlich eine generische Playlist eingesetzt hat, die in gewissen Bereichen, wie beispielsweise in Einkaufszonen, abgespielt wurde. Und jetzt ist es so, dass es nun 9 spezifische Zonen gemacht, in denen er auf diese Bereiche abgestimmte Musik auch abspielen möchte. Heißt also, dass man dort Airport-Shopping, die Check-in-Bereiche, Terminal-Bereich, hinter der Sicherheitskontrolle, Wartebereich bei den Gates oder in der Gepäckausgabe beschallt. Und diese Zwangsbeschallung ist nicht nur für mich, ich bin Gott sei Dank nicht autistisch oder sowas, aber für Leute, die mit Autismus zu kämpfen haben, gibt es Kritik, denn während Musik am Airport-Shopping lebendiger ist, erklingen beispielsweise in den Bereichen Check-in und an den Gates ruhigere Klavierklänge oder im Airside Center internationale Musik. Das schreibt der Flughafen. Doch diese Entscheidung ist halt so, dass Leute, die neurodivergent sind, so heißt das, bei diesem Projekt leider nicht gedacht wurde. Denn neben Autismus werden auch ADHS, Tourette-Syndrom sowie Dyskalkulie und Dyslexie unter dem Begriff Neurodivergenz zusammengefasst. Und den einzigen Ruheraum, den es gibt, und das hatte ich euch ja auch schon mal gesagt, wir hatten es auch gleich mit Mario besprochen, die Kirche. Da könnte eine Ruhe sein, da ist leise, da ist nichts. Aber die Frage ist natürlich, das ist natürlich ein Problem. Und der Flughafen sagt natürlich, dass man jetzt mit verschiedenen Anspruchsgruppen im Dialog ist. Aber die Frage ist, muss ich neurodivergent sein, um dieses als Problem zu empfinden? Warum muss überall diese Zwangsbeschallung sein, auch wenn man beim
Shopping jetzt festgestellt hat, hey, wenn du shoppen gehst und du hast Musik, dann kaufst du mehr. Ja, hey, das ist zwar ein geiler Scheiß, aber das ist halt auch sehr nervig. Also zumindest für mich. Deshalb von mir die Fragen des Tages, die ich jetzt gerade auch noch aufschreibe, weil ich ganz vergessen habe, die zu schreiben. Was haltet ihr von dieser Beschallung? Was haltet ihr von dieser, nennen wir es einfach mal Zwangsbeschallung? Zwangsbeschallung. Dann die andere Frage ist, habe ich das richtig geschrieben? Nein, das habe ich nicht, da muss ein A weg. Die Zwangsbeschallung. Und dann als zweite Frage können wir ja auch die Frage stellen, muss das sein? Beziehungsweise findet ihr das gut? Findet ihr es schlecht? Wenn ja, wenn nein, warum, wieso, weshalb und so weiter. Ich schreibe einfach, oder kann das weg? Fragezeichen. So, das ist die Frage des Tages, die haben wir jetzt gemacht. Da könnt ihr was zu dem Thema schreiben, denn man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dort andere Flughäfen das Thema anders gemacht haben, weil wenn man guckt, dann ist es so bei der Zwangsbeschallung, gerade bei dem Thema, gibt es ja Leute, die haben dieses Sonnenblumen-Symbol. Hatte ich das mal in der Sendung gemacht? Ich weiß nicht, ich hatte aber davon gelesen auf jeden Fall. Wo es halt wirklich so ist mit dem Sunflower-Sonnenblumen, dass die Leute, die halt Behinderungen haben, die man nicht sieht, ja? Dass man trotzdem weiß, ah, okay. Also man, und das ist halt das Thema, dass ich glaube, in der heutigen Zeit, auch wenn überall Hektik ist oder so weiter, dass wir trotzdem wieder mehr auf die Leute Rücksicht nehmen müssen. Und da müssen wir wieder Jörg zitieren, der auch geschrieben hat, ob das überhaupt heute noch so üblich ist, dass man auf andere Leute Rücksicht nimmt, sinngemäß. Ich paraphrasiere, ich hoffe, ich habe dich von gestern richtig zitiert. Daran seht ihr, ich lese die Kommentare durch und ich bearbeite sie auch. Aber da könnt ihr jetzt wirklich mal was sagen. Und ob man da jetzt wirklich guckt, ob man da vielleicht weniger Musik mehr ist. Das letzte Thema, was wir heute haben, ist ein Thema aus dem Auswärtigen Amt. Und das Auswärtige Amt hat reagiert, jetzt kriege ich auch noch Sprachstörung, in Bezug auf Teheran. Teheran, Iran, da ist ja diese Aggression untereinander. Israel hat wohl in Syrien die Botschaft von Iran getroffen mit Raketen. Daraufhin sind da einige Menschen natürlich gestorben, zwei Generäle oder sowas, die da sind. Und im Iran ist es jetzt so, dass man dort wirklich Rache geschworen hat und man sagt, so wie Joe Biden das sagt, eher früher als später, dass es dort losgeht. Die Lufthansa fliegt ja nicht mehr hin, weil man den Flug nicht so viel verspäten kann und die Flugzeit auch von Deutschland aus so viel länger ist, dass man das nicht als einen Abholerflug machen kann, also einen Flug hinfliegen und zurückfliegen. Und es ist halt so, dass halt jetzt wirklich das gesamte Szenario so aussieht, dass man halt in Iran nicht wirklich sicher sein kann, was da passiert. Deshalb sollte man auch ausreisen. Andere Länder wie zum Beispiel USA, dann waren es die Franzosen, die Engländer, glaube ich, und die Italiener, die haben auch gesagt, kommt nach Hause. Deshalb für alle, die in den Iran fliegen wollen, hier nochmal der Hinweis von mir, fliegt da nicht hin, macht keinen Sinn, ist nicht gut. Also raus da, also egal auf welchem Weg. Auch die Österreicher haben die Landsleute aufgefordert, das zu verlassen. Diese Reisewarnung gelten natürlich auch. Also da besser jetzt raus. Und was ihr auch besser jetzt macht, ist an dieser Stelle den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren, Kanalmitgliedschaft und bei Fragen sorgen, ist dann nötig. Ich muss jetzt hier gucken, warte, ich muss hier ein bisschen, da ist es, da. Da ist es, da könnt ihr immer wieder euch an mich wenden mit WhatsApp und zum Thema Travel Hacking, wie ihr für $56 übernachtet im Hotel, was normalerweise über $800 kostet. Also kommt zu mir, stellt die Fragen, ich helfe euch. Alles klar, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Ich gebe euch wie immer an dieser Stelle den Abspann. Ich freue mich und jetzt nehme ich noch schnell die Folge auf Meilenmittwoch am Samstag und dann gehe ich in die Lounge und lade das jetzt hoch. Also, danke euch, bis dann, ciao, ciao. Thank you.